Jo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Momentan bin ich immer mehr damit beschäftigt, mich tiefer in die Materie von Meme-Token einzulesen. Dabei geht mir es 0,0 darum, in irgendwelchen Gruppen zu sein, Eigentoken zu erstellen, sondern ich möchte die Psychologie, die Dynamik dahinter verstehen. Das heißt, einen Token zu sehen und genau zu erkennen, da ist Potenzial drin, der kann explodieren oder innerhalb von Sekunden merken, hey, da würde ich niemals auch nur einen Cent investieren, das ist purer Scam. Ich stelle dir heute mal Gecko Terminal vor. Auf Gecko Terminal hast du die Möglichkeit, die neuesten Krypto-Token zu finden, die gerade zum Beispiel jetzt auf Solana gelistet worden sind. Und dann kann man sie eben analysieren und dann investieren. Ich zeige dir in einem Video, wie man das macht und vielleicht eine Frage, die immer wieder gestellt wird, warum ich in Solana-Projekte investiere. Solana sei ja nur Scam, warum jetzt nicht Tronix? Tronix ist voll in jetzt und ja, ich bin parallel auch schon ein bisschen Tronix am Suchen hier bei Sunswap und werde auch bald da Videos darüber machen, wie man vielleicht da die neuesten Trends findet. Jetzt bin ich aber immer noch bei Solana und ja, Solana ist sehr scamlastig. Da sind echt ultra viele Scams drin, was du bei anderen Projekten oder bei anderen, zum Beispiel Ethereum, vielleicht nicht hast, bei anderen Netzwerken. Aber wenn man Scams erkennt und man sie vermeiden kann, ist es ja gar kein Problem. Im Endeffekt ist es so: Wir gehen jetzt hier als Beispiel bei Gecko Terminal rein. Es gibt auch weitere Möglichkeiten. CoinMarketCap oder CoinGecko. Diese drei Seiten, es gibt insgesamt natürlich noch viele mehr, sind dazu da, um gelistete Token anzuzeigen, was für einen Kurs die haben, wie die performt haben und so weiter. Du hast Infos über Webseite, Kontaktadressen, bla bla bla. Und ich wähle Gecko Terminal. Warum? Ganz einfach. CoinMarketCap oder CoinGecko kosten. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel bei CoinMarketCap und CoinGecko seinen eigenen Token listen will, muss man schon ca. 5.000 bis 7.000 Dollar bezahlen. Wenn du Connections hast, wird es billiger. Wenn ich jetzt hingehen würde, habe keine Connections, wird es teurer werden. Jetzt habe ich einen kleinen Token, den will ich listen, habe wenig Marketingbudget, dann ist es für mich unmöglich, bei CoinMarketCap diesen Token zu listen. Jetzt kann ich aber vielleicht eine gute Idee haben und langfristig kommen da Leute rein und dann hätte ich aber nie die Möglichkeit, den zu finden, weil er eben, wie gesagt, hier noch nicht gelistet ist. Irgendwann mal vielleicht, aber dann ist er schon groß und dann kannst du potenziell immer so viel Gewinne machen. Gecko Terminal ist anders. Da hat man die Möglichkeit, eben auch die neuesten zu suchen. Und das ist ziemlich cool, weil hier findest du auch wirklich alle möglichen. Heute habe ich ein richtiges Juwel gesucht, gefunden. Und im Endeffekt gehst du, ich habe jetzt einfach die App runtergeladen. Du kannst es auch auf der Webseite machen. Ich lade die App runter und ich empfehle dir auch wirklich, die App zu nutzen, wenn du es machen willst, weil die App nicht ruckelt und einfach einwandfrei die alles anzeigt. Auf der Webseite, bei mir am Handy zumindest, bleibt es immer wieder kleben. Jetzt gehen wir oben rechts bei den drei Strichen drauf und jetzt gehen wir da ein bisschen runter und dann sehen wir in hellblau mit so einem Erlenmeyer-Kolben oder was auch immer das ist, Reagenzglas, eine Erlenmeyer-Kolben wahrscheinlich, neue Pools und da klickst du drauf. Ja, neue Pools heißt quasi, wo gibt es einen neuen Liquidität-Pool und der wird hier gelistet. Und das ist genau das, was wir wollen. Hier sind jetzt die allerneuesten Token, die kommen, die hier detektiert werden, angezeigt werden. Wir bekommen hier blitzschnell die Kontaktadresse. Mit dieser Kontaktadresse machen wir eine Analyse, einen Check und wissen sofort das Wichtigste. Zum Beispiel hat der Owner noch die Möglichkeit, an der Kontrakt irgendwas rumzuwursteln. Also hat er noch nicht renounced. Ne? Renounced heißt immer, er könnte nichts mehr machen. Nicht renounced bedeutet, er könnte eben hinterher noch was verändern, zum Beispiel die Anzahl der Token oder. Und das gucken wir uns gleich mal an. Das ist jetzt ganz wichtig. Aber jetzt zunächst müssen wir mal wissen, okay, was wollen wir hier? Und wir klicken jetzt auf Sortieren und jetzt können wir alles raussuchen. Also wenn du sagst, hey, ich will jetzt, wir haben jetzt hier Solana, du kannst dir aber Token, guck mal, das sind alles Token, wo du, also Netzwerke, beziehungsweise, ja, Netzwerke, wo du suchen kannst. Und wir suchen jetzt aber hier auf Solana. Also wenn du dich da auskennst, du hast so viele Möglichkeiten, ne? Stell dir das jetzt mal so vor. Du kriegst jetzt hier
die neuesten angezeigt. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch noch Radium angeben. Und jetzt sehen wir zum Beispiel hier Pingu, der hat vor 2 Minuten gestartet. Jetzt können wir draufklicken. Und stell dir das hier jetzt vor, wie ein Austern-Taucher, der nach Perlen sucht. Also Austern, die Muscheln, haben manchmal Perlen drin, also aus Perlmutt bestehende Perlen, die einen gewissen Wert haben. Es gibt, glaube ich, sogar noch Rosane, die dann noch viel seltener und wertvoller sein können. Und bei denen ist es so, die tauchen, öffnen, wenn nichts drin ist, zack, weg, die nächste. Und das Interessante ist, wenn du was drin hast, dann, also meistens ist nichts drin, du verlierst, ja, dann hast du eben, dann war es für die Katz, Zeit verloren, vielleicht auch ein bisschen Geld verloren, ne? Kostet ja auch alles, jeder Tauchgang unter Umständen. Und wenn aber was drin ist, dann hat es sich gelohnt. Und ja, wir gucken uns den jetzt mal hier an, da sehen wir, okay, das ist jetzt schon Mist. Aber wie wir das jetzt machen würden, wir würden jetzt hier oben, da steht jetzt Pingu und rechts nebendran ist so ein Kopiersymbol. Wir sehen oben, der läuft auf Solana. Jetzt kopieren wir seine Kontraktadresse. Und diese Kontraktadresse würden wir jetzt hier in den TTF-Bot reinholen. TTF-Bot ist einer von ganz vielen Bots, wo man nutzen kann, wo man die Kontraktadresse durchcheckt. Ganz wichtig ist, das hier dient dazu, um potenzielle Scams zu entdecken. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Token sauber aussieht, heißt es nicht, dass der scamfrei ist. Scams kann man mit dieser Methode niemals ausschließen, weil es einfach viele Möglichkeiten gibt. Ja? Gucken wir uns jetzt den mal an. Da steht jetzt oben, looks clean to me. Okay, der ist jetzt 4 Minuten alt. Der Owner mit der Kontraktadresse hier, ich denke UOKR irgendwas, der hat renounced. Der hat quasi keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu verändern. Hier steht Liquidity 100% geburnt. Jetzt müssen wir nochmal kurz zurückgehen. Nee, nicht dieses Feuersymbol heißt, denke ich, nicht geburnt. Es geht jetzt darum, ist die Liquidität hier gesichert? Und ich habe hier nicht das, die Vermutung, dass die Liquidität hier irgendwie gesichert ist. Denn ich weiß nicht, ob hier gerade was abgezogen wird oder was noch wahrscheinlicher ist. Du hast hier eine Liquidität von 13.100, aber, und das ist halt ziemlich krass, du hast 214 Holder. Also mutmaßlich sind halt die Leute hinten dran, vielleicht auch nur ein Entwickler, einen sogenannten Dev, Developer, der da vielleicht 20, 50, 80 Adressen hat, wo er sich halt mega viele Token zugeballert hat, also in den Top 10 Wallets sind 24.91%, aber kann es sein, dass die Top 30, 40, 50 dann 80% halten. Und so kann dann halt eine Person oder mehrere wenige die ganze Liquidität abziehen, auch wenn es zum Beispiel die Liquidität gelockt wäre. Ja? Und das ist halt ein Problem. Was wichtig ist hier oder was in dem Fall jetzt gut wäre, hier steht zum Beispiel Mint No. Und also im Endeffekt ist es ein Spiel. Ja? Wenn das jetzt Scammer sind, dann wollen die Scammer dich täuschen. Die Scammer wissen, okay, es gibt Leute, die tracken das. Und dann wollen die natürlich, dass du denkst, okay, looks clean to me, geil, da kann man safe reingehen. Bullshit kann man nicht. Man muss auch aufpassen, weil jetzt zum Beispiel 214 Holder überverhältnismäßig viel sind. Und so kann man natürlich dann viel verlieren. Außerdem, wie gesagt, weiß man nicht, ob die Liquidität hier gelockt ist. Es ist kein Schloss zu sehen. Das ist immer schlecht. Der Token wäre also nichts. Was wir jetzt aber machen, wir gehen jetzt nochmal zurück. Und zwar, was ist, mache ich das jetzt vielleicht? Moment mal. Unten rechts. Nochmal zurück. Und jetzt hat es mich ganz rausgeworfen. Also nochmal oben rechts auf die 3 Striche. Jetzt gehen wir auf neue Pools. Jetzt gehen wir nochmal auf Sortieren. Jetzt gehen wir rein auf Solana. Und das könnte man jetzt noch konkretisieren. Und alle DEX, also DEX steht für Dezentraler Exchange. Und ich würde jetzt zum Beispiel Radium angeben, weil ich mit dem Solana-Bot, Trading-Bot, nur auf Radium, glaube ich, suchen kann. Ich weiß nicht, ob Orca auch geht, aber ich meine Radium. Deswegen suche ich mir jetzt die nur. Und wenn du da ein bisschen dabei bist, dann kommen da auch immer wieder die gleichen Namen, wo du weißt, boah, das ist Fake. Wir gucken uns zum Beispiel den Brain an. Und das sehen wir jetzt hier. Der ist noch relativ neu. Kopieren wir jetzt. Steigt jetzt auch gut. Du könntest
da natürlich jetzt auch auf gut Glück einfach reingehen, ohne zu checken. Wenn es jetzt einen Rugpull gibt, die warten ja immer ungefähr 5 Minuten. Und dann würden die ja zum Beispiel alles abziehen. Theoretisch hättest du Zeit, aber ich würde es nicht empfehlen. Ich würde die Zeit nehmen. Hier zum Beispiel sehen wir Mutable Meter Data. Das bedeutet, dass der Owner hier die Möglichkeit hat, an allen Zahlen ein bisschen rumzuwursteln. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel 10 Millionen Teil, also 10 Millionen von diesem Brain gibt, könnt ihr einfach behaupten, jetzt gibt es 100 Millionen. Dann verwässert der Preis und du machst Verlust. Hier ist die Liquidität unlocked. Ganz wichtig, wenn die Liquidität nicht gelockt ist, hat der Owner jederzeit die Möglichkeit, die ganze Liquidität abzuziehen. Es gibt einen sogenannten Rugpull, auf Deutsch so viel wie Teppich unterm Boden wegziehen. Und das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Und da verlierst du dann alles und das wird auch in den meisten Fällen hier passieren. Es muss nicht sein, aber meistens ist es. Ich würde empfehlen, niemals hier reinzugehen. Und jetzt ist es so, jetzt, was ist jetzt los? Ich will zurück. Also der wird schätzungsweise bald gegen Null gehen, also der wird richtig böse einbrechen, schätze ich mal. Da wird es dann einen Rugpull geben. Du wirst dann alles hier rot, rot, rot sehen. In der Regel dauert das dann so 5 Minuten. Manche sind auch ungeduldiger. Und, aber wie gesagt, der kann alles ändern. Theoretisch kann er dir ja verhindern, dass du jetzt verkaufen kannst. Und ich zeige dir jetzt mal ein anderes Beispiel. Also wir gehen nochmal zurück. Brain. Weiß nicht, wie kommt man da jetzt. Das ist noch nicht ganz rausgefunden. Wenn ich jetzt da unten auf zurückgehe, bin ich wieder ganz raus. So, jetzt werden die Pools geladen. Hier will ich nochmal wiederholen. Wenn du da eine Weile dabei bist, dann wiederholen sich die Scams immer und immer wieder. Also das heißt, die, wo hier kommen, da gibt es dann immer wieder die gleichen. Wenn du aber mal einen anderen Namen findest, der von Anfang an schon die Liquidität gelockt hat, der ein hohes Volumen anzeigt. Also gehen wir jetzt mal als Beispiel in den Bonkers rein. Und wenn professionelle Leute dahinter sind, dann werden die den Token sofort nutzen und hier die Liquidität locken. Hier in der Mitte steht Liquidität 6, was ist das jetzt? 6,49, keine Ahnung, kann das sein? Komisch, okay. Das ist hier ein Rugpull wohl oder hier ganz viele verkauft. Sehen wir gerade, wie das aussieht. Hier ist Liquidität nur noch von 6,49 da. Aber rechts nebendran würden wir jetzt hier ein Schloss sehen. Und das ist schon ziemlich cool. Das hier ist die Liquidität gesichert. Aber was wir jetzt rausfinden wollen, ist die, wie ist jetzt hier als Beispiel das Volumen? Also wird er jetzt im Sekundentakt gekauft und verkauft oder ist es eben so, dass hier nichts passiert? Ja, der ist jetzt hier relativ gut, glaube ich. Man sieht es rechts, das läuft jetzt. Und da könnte man dann zum Beispiel jetzt auch überlegen, ja, will man da reingehen? Aber ich bin da jetzt ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, was soll das hier bedeuten mit diesem, mit der Liquidität hier. Wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Und zwar so. Ah, jetzt lässt er mich nicht mal kopieren, also ich weiß nicht, was da gerade los ist. Und dann schauen wir da an, was da passiert ist jetzt gerade. Und dann sehen wir Very Low Liquidity, sehr geringe Liquidität und Mutable Meter Data. Und hier zum Beispiel steht jetzt Unlocked, also Liquidität könnte abgezogen werden. Das hier ist also ein Scam. Ich zeige dir aber mal, was passiert, wenn eben ein toller Token rauskommt, wo die Liquidität gesichert ist, der Owner renounced hat, wo es keine Mutable Meter Data gibt, wo nicht so viele Leute hinten dran sind und wo ein Volume Bot ist, wo eben für Volume sorgt, wo man dann eben gelistet wird, dann sieht das so aus. Und zwar war das hier der Vibe Shift, Vibes heißt der, ein Pump von Token. Der Owner hat renounced, wie gesagt. Der wurde vor 2 Minuten gestartet. Also das war heute Morgen um 12:30 Uhr. Jetzt ist es 7 Stunden später. Da gab es schon viele Holder, muss man sagen. 336.
Aber, ja, 26.000 der Liquidität. Aber wenn du reingegangen bist, hast du halt gesehen, dass da ultra viel gekauft und verkauft worden ist durch eben Volume-Bots. Die können unter anderem als Holder gezählt werden. Und da bin ich reingegangen. Die Liquidität war hier bei 26k. Und jetzt kann man sich gerade mal das nochmal kopieren hier oben, das hier. Die Kontaktadresse. Und jetzt bin ich falsch. Jetzt sind wir hier drin. Und jetzt können wir oben auf Netzwerk gehen. Und wenn du dann sowas findest, dann ist es wie die Auster mit Perle, wo du einfach weißt, okay, hier wird nichts geruggt. Hier ist viel Volumen, es geht hoch und es geht runter. Und dann gehen wir jetzt mal rein. Und der Token hat echt Spaß gemacht. Hier ist die Liquidität, ne? Da war es jetzt 26.000. Jetzt ist es 83.000. Und hat insgesamt über 600% gemacht. Und das Krasse ist ja, wenn wir uns mal angucken, also ich bin dann unten, habe mich eingekauft. Ich habe jetzt immer noch einen kleinen Rest laufen. Ich habe mich ungefähr unten bei 0,00006 eingekauft und hier oben 70 abgeschmissen bei irgendwie 0,000, ich glaube 63 mit 10x habe ich 70% abgeschmissen. Und den Rest läuft jetzt noch. Und das ist halt echt krass. Also da geht wirklich was. Du siehst, es geht hoch, das geht runter, da wird gekauft. Jetzt vor allem geht es wieder hoch Richtung All-Time-High. Und das ist halt richtig geil, wenn du mal so einen findest. Und ja, das wie gesagt, da brauchst du Geduld. Du musst hier wirklich den Check machen, dass du nicht irgendwie geruggt wirst. Aber selbst dann kann immer alles passieren. Hier muss man auch wirklich stark bleiben. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, das ging hoch von 6. Bin ich hoch auf 20, bin drin geblieben, runter auf 3, habe gedacht, komm, steig mal in der Tasche, ich bleib drin, nur um dann von 3 zu steigen auf über 80 und dann habe ich irgendwann abgeworfen bei 63, bin jetzt aber anteilig immer noch drin und das ist halt echt wie ein Festtag, wenn du das packst. Und das kannst du packen, aber wie gesagt, du musst dann die offensichtlichen Scams vermeiden, du musst ruhig bleiben und in meinem Fall war es natürlich auch ein bisschen gegambelt, weil ich lange drin bin, ja. Kannst du auch direkt verkaufen, wenn du 10% hast, aber man kann es ja auch mal wagen. Vielleicht macht man ja, ja. Wenn du Bitcoin früher gehabt hättest, die meisten hätten verkauft bei 10x und gesagt, bei 10%. Hahaha, guck mal, ich habe mir gerade eine Pizza für Bitcoin gekauft. Der dumme Pizzabote hat Bitcoin angenommen. Hahaha. Ja, du weißt doch, was ich hinaus will, ne? Halten ist halt manchmal Gold. Man muss aber wissen, dass diese Token halt einfach nur kurzlebig sind. Ich verlinke dir unten in der Videobeschreibung den Bot, den Solana Trading Bot. Mit dem kannst du natürlich ganz schnell kaufen und verkaufen. Und ja, so kannst du halt wirklich mal, ne, unten ein Solana reingehauen. Zack, am Ende hast du 10. Bei mir waren es, ich habe 0,25 reingehauen und hatte dann 70% rausgehauen. Ungefähr 2 habe ich dann rausgeholt und läuft jetzt immer noch ein bisschen. Also, ich kann mich nicht beklagen. Ja. Kannst es gerne nachmachen, aber wie gesagt, du wirst immer verlieren, das gehört dazu. Wichtiger ist, aus einer Niederlage zu lernen.